Ich werde am besten erst nochmal die Wache da ausschalten. Ich warte, bis er sich umdreht und in die andere Richtung geht. Und dann greife ich ihn mir. Sofern er mich jetzt hier nicht sieht. Der sieht mich doch gleich. Hör auf, mich zu sehen. Nein, er sieht mich nicht. Sieht er mich? Der hat schlechtes peripheres Sichtfeld. Der sieht mich nicht. Überraschung! Ach, den habe ich immer richtig überrascht. Der freut sich bestimmt riesig. Der geht mal hier in die Ecke. Oh! Ich wollte ihn hier in die Ecke legen und nicht mit ihm das Schild zerschmettern. So, hier ist dicht. Hier geht's in das Lagerhaus rein. Ich habe ja jetzt den Schlüssel. Kann ich einfach mal aufmachen. Da sind Rattis am Werk. Gut, 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 gut. Wo geht's hier hin? Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Ach, da kommen wir nur da rein. Ich glaube, wir... Oh, ich möchte nicht ganz so tief fallen. Oh, da drüben ist ja Wachleut. Komme ich da auf diesen Damm rauf? Ja. Oh, jemand hab ich... Oh. Nein, nein, niemand muss dir helfen. Alles ist gut. Au, spinnst du? Hör mal auf, mit Stein zu schmeißen. Was stimmt nicht mit dir? Alter, wirf einfach einen Stein ins Gesicht. Was für ein unhöflicher junger Mann. So, was wollte ich eigentlich hier in den Schrank gucken? Bisschen was essen. Was ist das hier? Ein Schalter. Hat er was mit diesem Tor hier zu tun? Sollte ich ihn benutzen? Sollte ich ihn nicht benutzen? Ich weiß nicht. Ich wollte ja eigentlich nur da oben rein gerade. Wollte da hinten an, schön an der Kette hochklettern. Hochklettern. Kette. An der Kette hoch. Das versuche ich jetzt mal, weil ich will da an das Artefakt ran. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Das hat ja gut funktioniert. Ich hab doch F gedrückt. Ich schwöre, Achtung, Alter. Bürger und Besucher unserer Stadt. Hallo? Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort. Fall hier gleich runter. Sag mal. Wie schnell muss ich F denn drücken, bis er da mal an der Kette hängen bleibt? Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Er bleibt einfach gar nicht an der Kette hängen. Egal wie oft ich F drücke. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Du wiederholst dich. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Komm ich da irgendwie bis zu deren anders Aufhebung auf ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr. Warum komme ich da nicht? Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Warum will er sich nicht an der Kette festhalten? Jetzt! Man muss also perfekt das richtige Timing haben, sonst wird das nichts. Verstehe. Geil. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgang. Ja, man muss auch am besten nicht am Balkon vorbeispringen. Kann ich mich eventuell ganz sicher auf den Balkon teleportieren? Ja, besser. Hallo Rune. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang.
Perfekt, die Rune haben wir. Ich will mal kurz bei der Scheinwerfersteuerung gucken hier. Wir kommen eventuell da sowieso auf die andere Seite. Zugbrücken, Schleimwerfer. Ja, genau, war richtig. Oh, hier ist noch eine Tür. Die ist sogar unzerstörbar. Knusper, knusper. Wo sind wir hier am Ende? Ah, hier kommen wir runter zu der... alles gut. Ich weiß noch nicht genau, ob ich da den Schalter ziehen soll oder nicht. Ob das notwendig ist oder nicht. Ganz ehrlich, ich bin da so ein bisschen verwirrt. Weil ich schätze, dann geht dieses Tor runter. Die Frage ist, soll das Tor runtergehen? Ist es zu meinem Vorteil? Oder nicht? Fragen über Fragen. Ich ziehe aber mal an dem Schalter. Das Tor geht runter. Habe ich es doch geahnt. Ach. Guck mal, dann können wir hier auch relativ einfach rüberlatschen. Und da oben rein. Ist wahrscheinlich einer von vielen Wegen. Hier kann man auch den sonst wieder hoch machen. Aber niemand wüsste warum. Möchtest du. Achtung, Bürger und Besucher. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Mein Herz schlägt ein bisschen. Hier ist irgendwo. Da ist das Knochenartefakt. Gleich um die Ecke, quasi. Oh, ich höre jemanden. Ein. Geh weg! Jetzt kotzt der auch noch. Nein, ich wollte den nicht abstechen! Nein! Dass das Spiel immer denkt, ich will alle abstechen. Oh, jetzt bin ich hier schwer. Ich muss öfters quicksaven. Memo an mich selbst und an andere öfters quicksaven. Gerne im Sekundentakt. Am besten machen wir jetzt noch einen Quicksave. Nur einfach nur, um sicher zu sein, dass hier nicht irgendwo ein paar Hunde aus dem Nichts lugen. Oh. Hallo. Der spuckt mich an. Na. Kommt er jetzt nochmal hervor? Gerade eben hat er mir noch so schön den Rücken zugedreht, als er erstmal in die Wohnung stapfte. Jetzt kommt er da raus. Er sieht mich doch. Jetzt dreht er sich halb um. Jetzt kotzt er, glaube ich, ein bisschen. Jetzt kommt er raus. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Sieht mich nicht. Deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. So, jetzt in aller Ruhe. Leg dich schlafen. Alles ist gut. Beziehungsweise ist nicht alles gut. Du bist verseucht. Und wirst wahrscheinlich sterben an deiner Krankheit. Aber leg dich erstmal hin und schlaf ein wenig. Gut, jetzt nehmen wir uns das Knochenartefakt. Starke Arme. Du kannst andere Personen schneller erwürgen. Das gefällt mir. Ich muss nur irgendwas anderes. Du regenerierst einfach schneller Mana. Dann geben wir etwas mehr Gesundheit. Die Effekte von Kräften werden leicht verstärkt. Weiße Ratten greifen die nicht an. Du kannst unter Wasser aber seinen Atem anhalten. Wollte schon sein Gras mit gedämpft. Schneller schwimmen. Falkenangriff. So, starke Arme. Schneller würgen, weil wir würgen doch so gerne. Wie perfekt ist das denn bitte? Das ist wie für uns zugeschnitten. The Lord Regent is a shriveled prick and a liar. Ja, ein
Verrunzelter Prick und ein Lügner. Und Prick könnte unter anderem Penis bedeuten. Das nur nebenbei. Oder eben Arsch oder so. Gut, wir waren hier drin. Das haben wir doch erst rein hingekriegt. Ich weiß nicht, ob ich das Ding hier wieder hochfahren lassen soll, aber es ist mir eigentlich egal. Ich lasse es jetzt so. Wahrscheinlich kommt nachher irgendwie einer an und sagt, du musst unbedingt das Tor da hochfahren, sonst kommen wir da nicht durch. Und dann sage ich, oh, ja, hätte ich das noch früher gewusst. So, ich bin deutlich schneller beim Rennen übrigens. Dank des Updates, das ich gemacht habe. Zum Drawbridge Way. Ja, da muss ich wohl offenbar durch. Verdammt sein die Seuche und die Ausgangssperre. Wie soll man da sein Geld verdienen? Ja, wie soll man? Nun, Mr. Pratchett. Selbst ein Mr. Pratchett? Der mit den Aalen? Straßenbanden rauben und töten, wohin man nur sieht. Ist das der mit den Aalen? Pardon. Die Seuchenopfer, die sind noch viel schlimmer. Sie halten nichts von der vom Mordregenten verhängten Ausgangssperre? Mich herauszufordern wird Ihnen nicht gelingen, Herr Wachtmeister. Aber keine Sorge, mir wird nichts passieren. Ich werde Gewinn machen. Ein kluger Mann profitiert selbst in den Zeiten einer Seuche. Na klar. Sicher, wie dieser Sokolov. Dem geht es prächtig. Kauft und verkauft immer eine Menge exotisches Zeug. Er hält alles hier am Laufen, jedenfalls im Moment. Sicher, sicher. Wenn ihr mit exotisch etwas so übelriechendes wie das Hinterteil einer Hexe meint, dem fürstlichen Arzt wird es auch gut gehen, bis er den falschen Mann hintergeht. Ja, ja, das sind immer die Besten, die vom Elend profitieren. Das ist anscheinend Mr. Pratchett. Das ist doch der, der die Aale in Dings tut, oder nicht? Wo ist denn jetzt der Wachmann hin? Der hat doch gerade mit dem Wachmann gesprochen. Das muss der Pratchett von den Aalen sein. Dem muss ich natürlich einen Besuch abstatten, weil ich seine Aale so geil finde. Die in Aspik. So, wir schauen einmal, was das Herz sagt. Siehste, da ist eine Rune, da ist eine Rune. Zwei Runis in diesem Abschnitt. Natürlich. Ja. Oh, da hat die jetzt nicht mit gerechnet. Natürlich, Brücke ist auch leider oft runterspringt von der Brücke. Was natürlich unschön ist. Aber jeder Mensch entscheidet am Ende selber, wo er runterspringen möchte. Oder eben nicht. Okay. Ich will jetzt nicht zu weit hier vorrücken, weil ich will ja auf jeden Fall in Mr. Pratchetts Haus. Da hinten latscht einer rum. Vielleicht kann ich den noch aus... Oh, Kupferdraht. Ich vermute jetzt natürlich hinter jeder Ecke Wachleute. Und Ratten sind ja auch zu Genüge. Meine Vermutung ist, dass Mr. Pratchett mit dem Wachmann zusammen in sein Haus gelatscht ist. Und natürlich ist dafür ein Schlüssel erforderlich. Ich war zu langsam. Aber ich habe ja schon den Balkon gesehen. Mal sehen, ob er hier aufgelassen hat. So ein Trottel. Ich höre ihn summen, aber ich sehe ihn nicht. Pratchetts Schlüssel erforderlich. Das heißt, ich muss Mr. Pratchett würgen. Da haben wir ja nichts gegen. Der junge Prinz von Tyvia. Kennen wir das? Außer aus dem Bühnenstück. Nee, auf Bühnenstück habe ich gerade keine Lust. Tut mir leid. Bühnenstück muss gerade nicht sein. Und ich höre sehr wohl, dass hier irgendwo eine Rune ist. Ich vermute immer noch, dass hier sowohl Mr. Pratchett als auch ein Wachmann sind. Vorsicht ist geboten.
Sag mal, wenn der Mr. Pratchett so reich ist, warum hat er hier die Tür zugemauert und so gammeliges Zeug hier rumliegen? Ich dachte, der ist wohlhabend. Aber der ist anscheinend nicht wohlhabend, sondern nur wohlhabend. Kriegsmedaille der Carmines. Das Bild ist auch hübsch. Und das Bild ist hübsch. Die haben sowieso sehr hübsche Bilder überall an den Wänden in diesem Spiel. Das gefällt mir sehr. Sowas hätte ich gern als Poster. Also so einige der Bilder, die hier überall rumhängen. Was hat sie sich erhofft? Ich habe ihr gesagt, dass sie nur Gesindel sind. Eingangstür zu Mr. Pratchetts Haus, ja. Gut, offenbar sind sie weiter oben. Das scheint das Schlafzimmer zu sein. Ah, Tresor. Dafür habe ich im Moment nicht die Kombination. Und es klingt, als wäre die Rune im Tresor. Weil hier ist das Rumgefauche sehr laut. Aber ich habe natürlich die Kombination nicht. Da kann ich jetzt ja lange rumprobieren. Vielleicht findet sich die ja irgendwo gekritzelt oder so. Die Insel Morley. Auszüge aus einem Band über die Geografie und Kultur von Morley. Das heißt, die Geschichte von Morley ist also farbig wie eine Decke aus alten Flaggen, die jemals im Wind flatterten. Wie eine Decke? Ach, aus allen Flaggen. Ich habe alten gelesen. Aus allen Flaggen, die jemals im Wind flatterten. Und aus allen Kleidern, die jemals getragen wurden. Das Land selbst verbirgt sich unter einer Wolkendecke vor der Sonne, aber der Geist der Menschen von Morley tanzt wie das Licht des Feuers. Legendär ist die Liebe der Bewohner für gutes Essen und Trinken. Am häufigsten werden Eintopfgerichte und geröstetes Fleisch serviert, um die Kälte und die Düsternis zu vertreiben. Die Nation besitzt eine reiche Tradition von Dichtern, Musikern und Philosophen, selbst unter den ärmsten Leuten. Ob weise Schriftrollen oder tumbe Kneipenlieder, beide fanden häufig in Morley ihren Ursprung. Morley trat recht spät dem Kaiserreich bei und so ist der Morley-Aufstand noch immer ein Wunderpunkt für viele Einheimische, denn Unabhängigkeit zählt auf der Insel zu den hoch angesehensten Charakterzügen. Ich schätze also, das Beitreten zum Kaiserreich war eher unfreiwillig, ist meine Vermutung. Pratchetts Gedächtnisstütze, erinnere dich daran, dass die Wahrheit in den Gemälden steckt. Der Weg zur Wahrheit beginnt auf den geschäftigen Straßen. Gehe weiter, bis du einen vor Anker liegenden Walfänger siehst. Von dort suche nach dem Schlachthaus und die Wahrheit wird sich dir offenbaren. Geschäftige Straßen, vor Anker liegender Walfänger, Schlachthaus. Seine Gemälde. Zigarettenkistchen für 100 Mücken. Ich guck mal kurz. Genau, ein Schützenfestes Haus besagt, dass eine Tresorkombination in einem seiner Gemälde versteckt ist. In dreien eher. Ich muss mich, glaube ich, aber erstmal um die... Ist das der vor Anker liegende Walfänger? Ja, sieht so aus. Ich höre noch Stimmen. Ich muss mich, glaube ich, erstmal darum kümmern, die Stimmen, sagen wir mal, schlafen zu legen. Hä? Hä? Wo ist denn Mr. Pratchett? Der ist doch in sein Haus reingegangen. Wo ist der hin? Bin ich doof? Der ist doch hier reingegangen. Wo ist der hin? Ich bin ihm nicht begegnet. Das ist eigenartig. Bei, mich beim Kartenspiel zu schlagen. Ich verstehe nicht ganz, wo der ist. So, nochmal
Warte. Ah, ich habe das dabei, die Notizen. Geschäftige Straßen. Vor Anker liegen der Walfänger. Von dort Suche nach dem Schlachthaus. Wir sind ja schon am Walfänger. Von dort Suche nach dem Schlachthaus. Keine Ahnung, wo ist denn hier ein Schlachthaus? Ich weiß nicht, guck nochmal nach unten. Ich höre doch seine Stimme, der redet doch hier, der Pratchett. Wo ist der denn hin? Bin ich echt irgendwo an dem vorbeigelaufen? Oder was? Das beantwortet wohl meine Frage. Gut zu wissen. Irgendwas stimmt doch nicht mit mir. Achso, da oben muss ich gar nicht weiter hin. Er ist irgendwo unten. Bin ich offenbar an ihm vorbeigegangen einfach. Läuft er jetzt gerade hier wieder mir entgegen, oder? Er halt Dice. Genau, er halt Dice. Das sagen die meisten Leute. Da ist er. Jetzt kommt er natürlich direkt auf mich zu. Nein, er geht da um die Ecke. Bring den Dummkopf bei, mich beim Kartenspiel zu schlagen. Jetzt könnte ich ihn. Was? Mann! Was war das denn? Wird er mich denn da jetzt bemerkt? Nochmal. Jetzt kriege ich ihn aber, pass auf. Es ist nur eine Frage des Zells, der Zeit. So, ich weiß ja, wie er gerade eben gegangen ist. Ich schwöre, er wird dieses Mal wieder so gehen. Oh, er. Traue ich mich jetzt? Offenbar nicht. Oh, ich traue mich. Hallo, Mr. Pratchett. Schlafen Sie doch mal schön. Hey, das ging wirklich schneller mit dem Würgen. Und ich habe seinen Schlüssel. Okay. Hier ist das Schlachthaus übrigens. Whale Slaughterhouse. 3, da ist eine große... jetzt verstehe ich es. Das Schlachthaus ist eine 3. Das heißt, ich muss doch die belebten Straßen... Warte, am besten schreibe ich mir das mal auf, sonst vergesse ich das nur wieder. 3 Zahlen kann man sich ja nicht merken. Gemälde mit belebten Straßen. Das hier ja wohl. Da ist eine 4. Das heißt, erste ist eine 4, letzte ist eine 3. Jetzt muss ich nur noch die Zahl auf dem Gemälde mit dem Walfänger finden. Und schon kann ich seinen geilen Tresor öffnen. Hurra! Warte, ein höher. Moment. 7! 7! 4, 7, 3. Du Trottel. Alles, was in dem Tresor ist, gehört mir. Bam! Und alle so im Tresor ist eine Rune. Oh, und Barren. Nice. So mögen wir das doch. Da drüben können wir gleich auch noch mal rein. Ganz kurz. Aber ich habe Angst, dass da Wachen rumlaufen.